In diesem Video zeige ich euch, wie man die Bitbox Hardware Wallet für Bitcoin einrichtet und auch richtig verwendet. Bitcoin sicher lagern ist ein wichtiges Thema in Zeiten, wo Börsen pleite gehen. Deswegen gibt es schon seit jeher das schöne Motto in der Bitcoin-Welt, nämlich not your keys, not your coins. Also wenn du nicht den Schlüssel hast, dann hast du auch nicht deine Kryptowährungen. Und heute möchte ich euch auf jeden Fall mal aufzeigen, wie man seine Kryptowährungen sichern kann mit einer Hardware-Wallet. Die sieht zum Beispiel so aus. Vorab, bevor wir beginnen, möchte ich euch erstmal erklären, wofür eine Hardware-Wallet überhaupt da ist. Es gibt natürlich viele verschiedene Anbieter und ich werde noch andere Modelle vorstellen. Eine Hardware-Wallet ist ein physisches Gerät, sieht meistens aus wie ein USB-Stick und damit kann man Bitcoin-Transaktionen senden, empfangen und auch sein Bitcoin-Vermögen sicher speichern. Jetzt denkt der ein oder andere, ja, aber wenn ich dann diese Wallet hier verliere, dann sind meine Bitcoin ja weg, wenn jemand anderes das findet. Nein, eure Bitcoin sind nicht hier drauf. Die Bitcoin sind immer auf der Blockchain, immer digital. Das heißt, hier kommt lediglich der Schlüssel drauf. Deswegen sagt man auch not your keys, not your coins. Also hier ist der Schlüssel zu eurem Bitcoin-Schließfach in der Blockchain, die auf der digitalen Ebene weiterhin vor sich hin wabert. Also, ihr müsst euch so vorstellen, die Bitcoin sind auf der Blockchain in der digitalen Welt und dann gibt es verschiedene Schließfächer und dann hast du ein Schließfach, da sind deine Bitcoin drin und du brauchst einen Schlüssel, um genau dieses Schließfach aufzumachen. Das ist so wie die Geheimzahl auf eurer EC-Karte. Und diesen Schlüssel, den speichert ihr einfach hier. Und die Hardware-Wallet ist momentan die sicherste Form aktuell einer Wallet, weil man den physischen Zugang zu dem Gerät braucht, um es zu bedienen und somit ist es nicht möglich, das Gerät zu hacken. Bei einer Wallet geht es darum, dass ihr die wirklichen Eigentümer, die Halter seid. Eure privaten Schlüssel sind hier drauf. Wenn ihr eure Bitcoins auf einer Börse rumliegen habt und die wird gehackt, sind die Bitcoin futsch. Und damit gehören auch die Bitcoin nicht euch. Das ist wie bei Geld. Geld auf dem Konto gehört nicht euch, es gehört der Bank. Bitcoin auf der Börse gehört nicht euch, es gehört der Börse. Daher ist es ganz wichtig, dass ihr euer Vermögen von den Kryptobörsen holt und selber verwaltet. Und das ist nicht mehr so schwierig wie vor einigen Jahren. Es ist wirklich einfach. Und ich habe auch im Bitcoin-Handbuch eine Erklärung gegeben und die ist für jeden nachvollziehbar. Weil sonst kann es von heute auf morgen verschwinden und dann stehst du da ohne deine Bitcoin. In diesem Video werde ich euch die Bitbox von Shift Crypto erklären. Wenn ihr eine Bitbox kauft, ich würde es jetzt nicht unbedingt bei Amazon machen, sondern direkt bei Shift Crypto. Den Link findet ihr natürlich unten mit einem Schwabenrabatt für euch, exklusiv für meine Abonnenten. Dann achtet bitte darauf, dass die Box original verpackt ist. Die sieht dann so aus. Ja, da können wir noch einblenden und so. Wenn die so ankommt wie bei mir, hier, aufgerissen und offen, dann stinkt der Fisch zum Himmel. Ja, dann würde ich aufpassen, dann würde ich zurückschicken und eine neue mir holen lassen. Als allererstes ladet ihr euch die Bitbox-App von Shift Crypto auf euren Computer oder auf euer Handy runter. Die Handy-App gibt es allerdings nur für Android. Wichtig ist, dass es auch wirklich die offizielle App ist, weil auch da gibt es natürlich immer wieder Betrüger. Ihr wisst, wo viel Geld ist, gibt es auch viel kriminelle Energie. Deswegen haben wir auch Fiat-Geld, aber es ist ein anderes Thema. Daher immer unbedingt schauen, dass ihr auf der offiziellen, auf der echten Webseite seid. Sobald die App installiert ist, könnt ihr die Hardware-Wallet per USB anschließen und den Sticker vom Display entfernen. Die Bitbox kann man übrigens auch mit einem Kabel anschließen. Dann steckt ihr die mitgelieferte Micro-SD-Karte in die Wallet rein. Auf dieser SD-Karte wird nun ein Backup der Wallet gespeichert. Das ist wichtig, falls ihr die Wallet mal verliert oder sie kaputt gehen sollte. Weil, keine Ahnung, du fährst drüber, deine Frau schmeißt sie aus dem Fenster oder whatever. Öffnet die Bitbox-App und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nun wird die Firmware installiert, das dauert aber nur ein paar Sekunden. Die Wallet wird euch danach auffordern, die richtige Seite auf dem Display auszuwählen. Die Bitbox kann durch Berührung bedient werden, also eine Art Touchscreen. Denn an beiden Seiten sind Touch-Sensoren, worüber ihr alles steuern könnt. Das ist beim ersten Versuch manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, aber ihr bekommt den Dreh sicher raus. In der App wird nun ein Paarungscode angezeigt. Das ist nichts Sexuelles, aber trotzdem spannend und wichtig, denn diesen müsst ihr mit dem Paarungscode auf dem Display der Wallet vergleichen. Und wenn es der richtige ist, bitte an der Wallet mit Berührung bestätigen. Es klingt schon ein bisschen erotisch, muss ich sagen. Nun zeigt die App im Fenster zwei Optionen an.
Ihr könnt entweder eine neue Wallet erstellen, auf die ihr eure Bitcoins schickt, oder ihr könnt eine alte Wallet wiederherstellen, falls ihr mal eine verloren habt. Wir klicken hier jetzt auf die erste Option, nämlich neue Wallet erstellen. Nun wählt ihr einen Namen für die Wallet, in meinem Fall Mark, und bestätigt diesen auch nochmal auf dem Display der Wallet. Jetzt müsst ihr ein Passwort eingeben. Das Passwort müsst ihr immer eingeben, um Zugang zu eurer Wallet zu bekommen. Das Passwort gebt ihr über die beiden Touch-Sensoren an der Seite der Bitbox ein. Die Klein- und Großbuchstaben und Zahlen werden in Gruppen angezeigt. Drückt euch durch die Gruppen, um zu den richtigen Buchstaben und Zahlen zu kommen. Klein-, Großbuchstaben und Zahlen könnt ihr oben in der Mitte durch Berührung wechseln. In meinem Fall nehmen wir das sicherste Passwort der Welt, nämlich Test123, oder ihr könnt auch natürlich Fiat Scam nehmen oder Christine Lagarde, da kommt keiner drauf. Bitte überlegt euch aber ein besseres, wie gesagt, und auch längeres Passwort, was idealerweise Zahlen und Buchstaben beinhaltet. Nun werdet ihr aufgefordert, zur Sicherheit nochmal dasselbe Passwort zu wiederholen. Im nächsten Schritt ist das Backup auf der SD-Karte damit abgeschlossen. Folgt hier bitte allen Anweisungen in der App und bestätigt das auf der Wallet angegebene Datum, wenn es das richtige ist. Und hiermit ist die Wallet eigentlich de facto eingerichtet und das Backup erstellt. Entfernt nun bitte die SD-Karte und bewahrt sie an einem sicheren Ort auf. Diese ist bei Bitbox wichtig, falls ihr die Wallet mal verlieren solltet. Mit dieser SD-Karte könnt ihr nämlich eure Wallet auf einem neuen Gerät wiederherstellen. Das ist also der Backup. Auf der SD-Karte wird eure Seed Phrase gespeichert. Diese solltet ihr unbedingt nochmal schriftlich sichern, falls die SD-Karte verloren geht oder defekt ist. Aber dazu kommen wir gleich. Nun seht ihr die Kontoübersicht eurer Wallet und von hier aus könnt ihr die Wallet verwalten, Bitcoin senden, empfangen und noch vieles mehr. Bevor wir aber eine Transaktion machen, kommt noch ein essentieller Schritt: die Seed Phrase speichern. Also die 24 Worte, die eure privaten Schlüssel bilden und damit der Zugang zu eurem Vermögen sind. Das ist so wichtig wie auch zum Beispiel dein Geheimcode für die EC-Karte oder für die Kreditkarte. Den dürft wirklich nur ihr wissen. Wenn er in die falschen Hände gelangen sollte, dann hat derjenige auch Zugang zu eurer Wallet und kann natürlich das Konto leerräumen. Geht dazu bitte auf den Menüpunkt Gerät verwalten und wählt Recovery Wörter anzeigen. Folgt den Anweisungen in der App und entsperrt mit eurem vorhin gewählten Passwort die Wallet. Wichtig ist noch, bei der PIN-Eingabe hat man höchstens 10 Versuche. Danach setzt sich die Wallet zurück und man müsste sie dann komplett neu aufsetzen. Danach werden euch Schritt für Schritt die 24 Wörter eurer privaten Schlüssel angezeigt. Geht diese ganz langsam und gründlich bitte durch. Lieber zweimal oder dreimal. Schreibt jedes einzelne Wort in der richtigen Reihenfolge auf und achtet unbedingt auf die richtige Schreibweise. Kontrolliert es nochmal. Diese 24 Wörter sind absolut essentiell, da sie direkten Zugang auf euer Vermögen ermöglichen. Daher dürft ihr diese Wörter bitte niemals digital irgendwo eingeben, abspeichern oder jemandem geben, der sagt, er kommt von Shift Crypto oder irgendwer Phishing-Mail und so weiter. Niemals wird euch irgendein Anbieter einer Hardware-Wallet eine E-Mail schreiben nach dem Motto, hey, gib schnell mal deinen Code ein. Das ist meistens der Prinz aus Nigeria. Deswegen ist es wichtig, am besten diese Wörter nur physisch in Papier von an einem absolut sicheren Ort aufzubewahren. Das kann ein Schließfach sein, das kann, keine Ahnung, ein Tresor sein oder vergraben im Garten. Ich empfehle, dass ihr die Seed Phrase mit einem Bleistift aufschreibt, denn Kugelschreiber kann mit der Zeit verwischen. Dann am besten noch einlaminieren, damit es wasserresistent ist. Wer noch ein Level höher gehen will und sich auch vor Feuer schützen möchte, kann sich eine Edelstahlplatte holen. Einen Link zu der Edelstahlplatte, die ich empfehle, findet ihr in der Beschreibung. Es muss halt auch wetterbeständig sein. Das bitte auch nicht vergessen. Da gibt es auch einige Tools. Da werde ich mal unten ein paar verlinken. Auch im Handbuch sind einige drin, wie man das für alle Ewigkeiten abspeichern kann. Jeder, der Zugang zu diesen Worten hat, das müsst ihr euch ganz klein in die Ohren schreiben, kann euch das Vermögen stehlen. Also höchst vertraulich behandeln.
Diese dienen auch als Absicherung, falls ihr die Wallet verliert und ihr euer Vermögen auf einer anderen Wallet wiederherstellen möchtet. Wenn ihr dann das alles erledigt habt, könnt ihr nun guten Gewissens die Wallet verwenden. Um jetzt Bitcoin zur Wallet zu schicken und zu transferieren, wenn ihr die beispielsweise von einer Kryptobörse oder Exchange runterholen wollt, müsst ihr in der App auf den Reiter Bitcoin gehen und auf den Button Erhalten klicken. Nun wird euch ein QR-Code und eine zugehörige Bitcoin-Transaktionsadresse angezeigt. Vergleicht diese Adresse auf dem Display der Wallet. Hierfür könnt ihr mit dem Finger an den Touch-Sensoren die Zahlen schieben, um sie durchzugehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Bitcoin von einer Exchange aus an die Wallet senden wollt, dann müsst ihr die Exchange auf Senden gehen und die Transaktionsadresse, die ihr mit der Hardware-Wallet erstellt habt, einfügen. Dann bitte kontrolliert diese unbedingt nochmal, bevor ihr die Bitcoins abschickt. Alternativ könnt ihr natürlich auch den QR-Code einfach scannen, wenn ihr zum Beispiel Bitcoin von einer mobilen Wallet verschicken wollt. Die Transaktionsadresse müsst ihr noch am Gerät dann bestätigen. Ich empfehle euch, die erste Bitcoin-Transaktion als Testüberweisung mit einem kleinen Betrag zu machen, um sicherzugehen, dass alles klappt und funktioniert. Wer Lust hat, kann dann noch seine Transaktion auf der Blockchain verfolgen. Hierzu müsst ihr einfach im Block Explorer mit eurer Transaktionsadresse nachschauen und dort seht ihr, ob eure Transaktion bereits bestätigt ist. Jetzt könnt ihr alle grundlegenden Funktionen der Wallet verwenden. Wenn euch die Bitbox nach diesem Video zusagt, dann könnt ihr unten auf den Link klicken und ihr bekommt einen Rabatt für euren Kauf. Was für Bitbox spricht, ist natürlich Made in Switzerland, ne? Also die Alpenfestung für eure Kryptowährungen, für eure Bitcoin und das andere. Sie hatten noch keinen Hack, noch keinen Skandal, beziehungsweise es ist Open Source. Es wird also ständig verbessert von irgendwelchen Programmierern weltweit und dahingehend sind die Bitbox ganz vorne mit dabei, wenn es um Sicherheit geht. Auch nochmal hier der Disclaimer, der Hinweis, zu 100% ist nicht sicher, aber zu 99% reicht ja schon. Also, ich wünsche euch jetzt frohes Hoddeln und nicht vergessen, not your keys, not your coins und wenn ihr geilen Merchandise wollt, markfriedrich.de. Bleibt tapfer, bleibt gesund, herzlichst euer Marc.